Ja, unsere Young Violets gewinnen das kleine Wiener Derby in Wien-Döbling auf der Hohen Warte gegen das Top-Team aus der Liga 2, gegen die Vienna, mit 1:0. Bei uns ist unser Siegestorschütze Leo Ivkic. Leo, du hast getroffen kurz vor der Pause, quasi mit dem Pausenpfiff. Wie analysierst du heute diese 95 Spielminuten? Ja, zuerst bin ich froh. Ich gratuliere der Mannschaft, dass wir das Spiel souverän heim mitbringen. Ja, wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Genau das haben wir auch analysiert. Wir wussten, dass die Vienna auch sehr körperlich robust auftreten wird, lange mit langen Bällen agieren wird. Ich finde, ja, wir haben gut dagegen gehalten bis Ende, war es dann auch ab und zu knapp. Ja, die 3 Punkte sind im Favoriten. Ja, dazu gratulieren wir dir recht herzlich und zu deinem Tor natürlich auch. Du hast wieder getroffen, letztes Mal auswärts in Dornbirn, jetzt hier auf der Hohen Warte zum 1:0. Kannst du mal kurz das Revue passieren lassen? Es war ein sehr, sehr platzierter Schuss ins Eck, hat genau gepasst. Ja, es war mit Köpfchen ein bisschen, hab mir die Ecke ausgesucht, habe gesehen, wo der Tormann steht. Bin froh, dass ich der Mannschaft zum Sieg helfen konnte, ja. Trotzdem muss man sagen, habt ihr die Vienna stärker erwartet? Die erste Halbzeit war da eigentlich offensiv vom Gegner relativ wenig bis gar nichts. Umkehrschluss könnte man sagen, ihr seid sehr gut defensiv gestanden hinten auch. Heute Matan Baltaxer dabei gewesen, wieder Billy Comezio. Wie habt ihr euch hinten getan in der Kette? Ja, ich finde, anfangs haben wir auch, also wir haben es über das ganze Spiel in Griff gehabt. Halt, durch die 1-0-Führung haben wir halt gesehen, dass die Vienna das Spiel etwas höher anlegt. Und ja, ich finde, bis Ende war es gut wegverteidigt. Ein paar brenzliche Situationen haben wir gut geklärt. Und ja, souverän weggespielt. Ja. Ja, durch die 3 Punkte haben wir jetzt 14 Punkte am Konto, stehen jetzt auf Platz 12. Es folgt jetzt ein Heimspiel gegen Amstetten. In einer Woche am Freitag in der Generalarena. Was erwartet euch da gegen Amstetten? Die sind auch vorne mit dabei, auch ein relativ starkes Team. Jetzt kommt Schlag auf Schlag jede Woche. Amstetten wird genauso schwer. Also wir für die Young Violets, wir gehen in jedes Spiel, als wär's das Letzte. Wir haben nichts zu verlieren. Wir wollen jeden weg, wir können jeden schlagen.